Leben ist nicht aufzuhalten. Es findet immer einen Weg, sich fortzusetzen. Immer. Leben ist nicht aufzuhalten. Das hier ist ein gewaltiges Astrozytom Grad 4. Ich möchte, dass Sie es sich ansehen. Genau hinschauen. Beachten Sie seine Größe. Es wächst und kämpft um sein Leben, wie ein Fötus. Lassen Sie uns aus Spaß an der Freude sagen, genau wie ein Fötus. Denn stellen Sie sich Folgendes vor. Für den Tumor sind wir das Problem, der Störenfried. Aus Sicht des Tumors sind wir das Krebsgeschwür. Und der Tumor? Der Tumor sieht sich selber als süßes, kleines, pausbäckiges Baby, das einfach nur leben möchte. Warum mache ich das? Warum nenne ich es Baby und rede darüber, es zu töten? Weil diese Art von Tumor Respekt verdient. Das ist nicht nur ein Tumor. Das ist Genialität. Das ist Stärke. Das ist Anpassungsfähigkeit. Das ist eins der Meisterwerke der Natur. Wie entfernen wir es also, ohne das ihn umgebende Hirn zu zerstören? Wie töten wir das Baby, ohne die Mutter zu töten? Ich starre auf diese Bilder und der Tumor starrt mich zurück an. Dieser Tumor ist frech. Der fordert mich geradezu heraus, ihn zu entfernen. Das Entscheidende bei einem solchen Tumor ist, man darf sich nicht von ihm einschüchtern lassen. Der Tumor ist nicht schlauer als wir. Wir brauchen also nur einen guten Angriffsplan.